Es ist wieder soweit. Moin Leute. Ein neues Obsidian Flames Pack in Englisch wird geöffnet an diesem Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Montag ist natürlich immer der ja, blödeste Tag, ne? Wegen früh aufstehen, arbeiten und ja. Und so weiter und so fort. Mal gucken, was wir jetzt mal kriegen. Ich habe jetzt eigentlich keine hohen Hoffnungen mehr. Wäre natürlich schön, noch irgendwie ein Full Art zu bekommen von irgendetwas. Get rid of the, ich sage, es ist eine Elektroenergie. Es ist eine Blattenergie. Wo eine Blattenergie ist, ist auch ein Town Store. Ja, Stadtgeschäft. Eigentlich ganz gute Karte. Da kannst, glaube ich, jeder kann sich ein Pokémon-Tool raussuchen. Das ist, glaube ich, Ausrüstung auf Deutsch. Jo. Ist nicht schlecht, also eine Stadium-Karte mal im Booster-Pack zu haben. Sieht man nicht so oft. Ja, mein Autofokus will mal wieder überhaupt nicht kooperieren. Das ist natürlich sehr blöd. Ja, auch nichts Spannendes. Das Vieh hatte ich auch öfters. Ein Togepi, ganz süß, aber habe ich auch schon. Auch komisches Artwork, ne? Ist halt so richtig mit dicken Outlines gezeichnet, aber sehr farbenfroh. Eigentlich ganz hübsch. Oh, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Your opponent's active Pokémon is now confused. Keine Attackenkosten. Und hinten seht ihr auch diesen Pokéstop. Der ist ja aus dem neuen Spiel quasi. Pokéstop, sage ich, Pokémon Center. Das ist ja aus Karmesin und Purpur, in diesem Bambuswald. Das ist irgendwie lustig, man erkennt so ein bisschen die Locations von den Games da wieder. Aber hey, ich freue mich über einen Mogelbaum-Vorentwicklung. Wie heißt es denn überhaupt auf Deutsch? Weiß ich gerade gar nicht. Mogri oder sowas? Mogri? Keine Ahnung. Ja, den habe ich, glaube ich, auch schon öfters gezogen. Ich bin echt gespannt. Die Weiterentwicklung von Flampion. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt schon zwei Karten drin, die ich noch nicht habe. Dann kommt jetzt die erste Reverse Holo. Nein, kommt nicht. Kommt danach die Reverse Holo. Ja, gut. Auch nichts Spannendes. Hat man auch sehr oft, ne? Ja, das ist die erste. Oh, ein Duflor. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Und es ist sogar ein Reverse Holo. Und ich muss sagen, das Artwork ist sehr schön. Also sehr farbenfroh. Sieht cool aus. Also Reverse Holo, Duflor. Geht schon mal. Oder gut, schon wieder so eine Sache, ne? Also das habe ich jetzt zweimal gezogen in dem Pack. Das habe ich jetzt einmal in Reverse Holo und einmal nicht in Reverse Holo. Also die Packs sind irgendwie echt komisch abgebaut, abgemischt, abgebaut. Ich baue auch ab, aber geistig. Gut, dann kommen wir jetzt zum Big Hit. Der Big Hit ist, habe ich auch irgendwie. Ich hatte eine Elite-Trainer-Box von Obsidian Flames, ja, und da hatte ich das Ding auch schon vier, fünf Mal drin. Ja, ist irgendwie jetzt nicht so toll, ne? Man kann ja mal auch gucken ins Büchlein, was uns eigentlich noch erwartet hätte können, was wir noch ziehen hätten können. Also das Seltenste in dem Pack ist natürlich hier diese goldene Rügenwalder Mühle und eine Feuerenergie. Ich würde mich aber auch nicht freuen, wenn ich eine goldene Feuerenergie ziehen würde, ganz ehrlich. Ja, hier oben ist noch das Taubos im Alt-Art, hier ist nochmal das goldene Obsidian Flames Durak.